Buenas, wir sind heute hier in Kolumbien und auch wenn Kolumbien für mit die spektakulärsten Kaffee in der Welt steht, lässt die Kaffeequalität in den meisten Hostels dann doch ein bisschen zu wünschen übrig. Und deshalb haben wir immer unser eigenes Equipment dabei und ich will euch heute zeigen, wie wir auf Reisen Kaffee machen. Dafür braucht ihr nur die Aeropress, die macht richtig guten Kaffee, die ist schön leicht, bruchsicher und lässt sich richtig einfach reinigen und ist auch wirklich klein, passt in jeden Rucksack. Des Weiteren braucht man eine Handmühle, wir haben die Kommandante dabei. Wir empfehlen aber auch die Prolex Mini, die ist so klein, dass sie sogar in die Aeropress reinpasst. Des Weiteren braucht man noch einen Wasserkocher und eine Tasse, das findet man aber eigentlich in den meisten Hostels. So, dann kommt mal mit, dann zeige ich euch, wie es geht. Jetzt nehme ich 16 Gramm Kaffee. Und mal sehen so einen mittleren bis feineren Mahlgrad. So, jetzt setze ich den Filter drauf. Und jetzt muss die Aeropress nur noch so 2,5 Minuten ziehen. Und dann kann ich sie anschließend runterdrücken. Ich habe schon mal meine Tasse vorbereitet. Dreh sie. Und warte jetzt einfach noch 2 Minuten. Gracias. Gracias. So, die Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt kann ich runterdrücken. Zischen und an diesem Punkt höre ich auf, weil man danach mehr die Bitterstoffe rausdrückt. Und fertig ist die Aeropress. Que aproveche. Está muy rico.